Hallo Leute, willkommen bei Tiny Glades. Tiny Glades ist ein ungeheuer kuscheliges Spiel, wo man ein Schloss bauen kann oder einfach tolle Häuser, ganz easy und gemütlich. Und dies hier ist die Demo von Tiny Glades. Die gibt es aktuell bei Steam, natürlich kostenlos. Ja, und ich habe da schon länger drauf gewartet, habe schon lange ein Auge auf das Spiel geworfen und freue mich jetzt natürlich, dass die Demo endlich draußen ist. Und um die Funktionen kennenzulernen, habe ich da schon mal ein kleines Schlösslein gebastelt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit einem ganz neuen Schloss an, beziehungsweise irgendein Haus. Es muss kein Schloss werden, aber man ist sehr verführt, da ein Schloss zu bauen. Neue Lichtung, ja genau, Sommer. Und hier sieht man, später kriegt man da noch andere Möglichkeiten, wenn das Spiel mal erscheint. Aktuell ist immer nur der Sommer möglich. Aber das ist schon toll genug, also für eine erste Demo hat das Spiel schon viel zu bieten. Hier sind auch so niedliche Schäfchen, die kann man streicheln. Die laufen hier immer rum. Die sind irgendwie das Maskottchen von dem Spiel. Und ja, hier, das hier ist jetzt automatisch erschienen. Ich zeige euch einfach mal so eine Grundfunktion von dem Spiel. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel einen Weg zeichne, entsteht da von selber ein Tor. Ist das nicht cool? Und so ist das ganze Spiel. Es gibt hier nichts zu gewinnen, man muss nichts erreichen, kämpfen schon gar nicht. Sondern man kann einfach so gemütlich vor sich hin bauen und muss überhaupt kein Ziel erreichen. Außer man setzt sich selber eins mit. Ich will ein Haus mit 5 Türmen bauen oder so. So, jetzt löschen wir hier mal alles weg. So, was bisher schon so da ist. So. Und ich glaube, die Straße muss man separat löschen. Also Straße, den Weg. So, jetzt ist hier alles so gut wie neu. Wir zoomen mal raus. Später wird man hier eine größere Fläche haben, die man bebauen kann. Und jetzt aktuell kann man halt nur diesen Kreis da bebauen. Und ja, das ist eine sehr kleine Fläche. Und aber so eine Demo darf ja auch nicht zu viel bieten, sonst kauft man sich das Spiel nicht. Und man kann schon richtig coole Sachen machen hier auf der kleinen Fläche. Ich würde sagen, wir bauen erstmal so ein kleines Hügelchen. Dann sieht unser Schloss beeindruckender aus. So. So, da kann man auch... Na. So, an den Rand gehen. Ah, und manchmal, wenn man hier so ein Schaf übermalt, dann kriegt das so ein Sonnenschirm. Und fliegt damit in die Luft. Finde ich super niedlich irgendwie. So. Hier füllen wir mal die Löcher aus. Ne? Das müsste eigentlich von selber gehen. Ups, voilà. Man kann hier jetzt so 10 mit gedrückter Maustaste. Aber eigentlich wollte ich hier einfach nur mal so ein bisschen auffüllen. Na komm. So. So. Ah ja, wenn man hier einfach so malt, dann wird es einheitlich. Gut. Und jetzt machen wir hier... Ich wollte gerade sagen, noch ein bisschen eine niedrigere Stufe. Nein. So, genau. Wunderbar. Und diesmal mal ein bisschen höher. Da muss man es einfach nur hochziehen. Das ist irgendwie unglaublich cool gemacht, finde ich. Weil das sich sehr intuitiv bedienen lässt. So.
jetzt machen wir hier noch so was halb hohes. Nein, nein, nein. Runter mit dir. Jawohl. Ganz brav. Wenn man ein bisschen schimpft, macht das genau das, was man will. Oder auch nicht. So. Ja, ich denke, ich lasse das jetzt mal so. Und dann schauen wir mal, was wir da hinkriegen. Jetzt baue ich erstmal ein zentrales Haupthaus. Also hier sieht man, da werden die Häuser gebaut und hier kann man runde Türme machen und hier eckige Häuser. Man kann damit auch eckige Türme machen. Dann kann man hier auch Mauern machen und das wären wohl Zäune, die gibt es nicht in der Demo. Wir bauen jetzt hier ein eckiges Haupthaus hin. Und wie ihr seht, wird es sehr schnell Abend. Aber es wird auch schnell wieder Morgen, was ganz gut ist. Und man kann auch in der Nacht recht gut sehen. Es sind also sehr helle Mondnächte. So, jetzt will ich das hinten. Na komm, jawohl. Ein bisschen mehr in die Richtung machen und dafür aber da vorne einrücken. Und das Ganze soll breiter werden. So. Gut. Und jetzt mache ich das Dach so. Und aber vielleicht ein bisschen höher. Und man kann das auch so ein- und ausbuchten lassen. Huch. So kann man das so tonnenartig machen oder so. So ein bisschen eingefallen. Ich mache das so ein bisschen eingefallen. Das sieht irgendwie cool altmodisch aus, finde ich. So, und wenn man genau hinguckt, da gibt es hier einige Blumen und auch so Kletterpflanzen, die ganz von selbst entstehen. Und das ist so ganz typisch für die Spiel, dass da ganz viel von selbst entsteht. Und jetzt haben wir hier auch Nacht, da sehen wir hier auch so Glühwürmchen. Und guck mal, was für eine schöne helle Mondnacht ist. Da kann man glatt weiterbauen. Und jetzt versuche ich mal hier so einen Weg hinzumachen. So. Von möglichst weit draußen, da sagte mir jetzt, dass es Demo ist. Und mal gucken, wie ich hier hochkomme. So. Und wenn ich einen Weg zu einem Haus hinmache, entsteht automatisch eine Tür. Ist das nicht cool? Ich finde es absolut genial. Und hier die Stufen entstehen auch von selbst. Gut. Ja, den Weg hier hoch, den machen wir dann später mal. So. Jetzt haben wir hier schon mal den Anfang. Und dann mache ich einen runden Turm. So. So, direkt da dran. Ja, schauen wir mal, wie das so kommt. Da kann ich auch die Größe verändern. Aber das soll jetzt ein breiter Turm werden. Ein Wohnturm. Und den mache ich höher. Und das Dach mache ich auch ein bisschen höher. Und so spitz. Oh, und guck mal da. Da ist ein Vogelnest entstanden. Das entsteht, wenn zwei Dachflächen irgendwie zusammenstoßen. Dann gibt es da manchmal ein Vogelnest. Ist doch cool. Und damit es hier noch so ein bisschen abenteuerlicher aussieht, mache ich hier noch einen Turm hin. So, und den mache ich aber ganz schmal. Da ist auch ein Vogelnest. Echt niedlich. Ja, das ist jetzt weg, weil... Ja, dafür ist da unten eins entstanden. So, und vielleicht ist es doch ein bisschen niedriger. Das ist so ein kleiner Anhängselturm. Und... Ja, gehen wir hier mal so richtig aufs Ganze. Und hängen hier noch einen Turm dran.
So, jetzt kommt der nächste Morgen. So, geht's noch kleiner? Nee, das ist, glaube ich, die kleinste Größe. Und wenn man so Gebäude hochzieht, das sieht, ja, so kann man es besser sehen, dann kriegen die entweder so Stelzen unten drunter oder wenn sie angemessen irgendwo hängen, dann wird das wie so ein Vorbau-Erker-Dings oder so behandelt. Ich glaube, den muss ich jetzt noch etwas höher ziehen. Damit der mehr so... Nein. So. Ja. Was für ein krasses Teil. Und jetzt baue ich hier mal einen eckigen Turm hin. So. Mache ich den so schräg? Warum nicht? So, aber der soll turmartig sein. Ja, vielleicht eher hier. Ups. Na. Das ist mal hier so. Und dann ziehen wir den so. Ist ja jetzt ungefähr quadratisch. So. Und dann kriegt er natürlich ein höheres Dach. So. Jawohl. Ja, der muss schon noch höher sein. Das ist es ja kein richtiger Turm. Und der muss ja auch hier mit diesem so ein bisschen um die Wette eifern. Ja. Und da hänge ich jetzt auch noch so ein Turmdingens dran. Ich probiere mal, ob man auch so eckige Dinger so dranhängen kann. Ja, ja, kann man. Das sieht jetzt erstmal ganz schaurig aus. Mal gucken, ob ich da überhaupt so rankomme. Vielleicht ziehe ich das hier erstmal raus, um das hier schmaler zu machen. Und hier, das kommt auch ein bisschen rein. Und dann... Ist das gut? Ne? Jetzt gucke ich mal. Irgendwie ist das jetzt so. Ah, ich kann das höher und tiefer schieben. Das ist ja cool. Es sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus. So geht aber nur höher und tiefer. Aber ich könnte ihn so hoch schieben, dass ich jetzt wieder hier an diese Flächen dran komme. Jetzt gucke ich mal, wenn ich den optimal klein mache, ob das dann besser wird. Ah ja, da komme ich nicht dran. Es gibt auch irgendwie so einen Modus, wo man dieses ganze Ding markiert. Ah, mit Rechtsklick. Super gut. Und dann kann man auch diese verborgenen Seiten bearbeiten. Okay, kleiner, schmaler geht jetzt nicht. Die Frage ist, ob der in irgendeiner Weise Sinn macht. Und vielleicht, wenn ich ihn ziemlich tief nach unten... Upp. Oh, okay. Und wie kriege ich ihn jetzt nach unten gesetzt? Vielleicht hier? Nein. So. Ja, so. Mini-Türmchen. So, den schieben wir jetzt da irgendwie rein. So ein bisschen da vorausgucken. Oh, eben da. Oh, zwei Vogelnester. Gut.
Ja, so finde ich das ganz witzig. Jetzt ist die Frage, baue ich hier noch was vor? Und vielleicht könnte man hier noch so ein kleines Nebengebäude machen. So. Und das Lustige ist, das erste Drehen macht man in dem, also zumindest habe ich den Eindruck, dass man das so macht, indem man die Welt rotiert. Und später kann man es ja noch nachjustieren. So. Und hier so ein bisschen höher vielleicht. Nicht höher. Länger. Sieht das irgendwie gut aus? So. Dann kommt da vielleicht noch ein kleiner Anbau dran. Machen wir da wieder was Rundes. So. Ja, eigentlich wollte ich was Kleines, also auch niedrig, aber so hat es fast was. Aber ich probiere es mal ein bisschen niedriger. So. Jo, das ist doch ganz schnuckelig. So. Und lasse ich das hier frei? Es gibt auch irgendwie noch die Möglichkeit, so ohne Dach, nur mit Turm, das probiere ich mal. Also nur mit Turm. Ja, ich meinte, so mit Flachdach. So, genau. Oh. So. Aber so ein Ding muss eigentlich hoch sein. Ich denke mal, da verzichte ich drauf. So. Geht es so weg? Oder mit dem Radierer. Uiuiui. Muss man das einzeln abreißen? So, so ist aber gut. Es ist nur die Frage, aber hier könnte ich es auch leer lassen und Blümchen hinmachen. Später wird es auch noch Bäume geben und Teiche. So. Ja, das ist doch schick. Super schick. Wir machen dann auch noch Fenster hin. Keine Sorge. Und hier brauchen wir natürlich auch noch eine Tür. Da mache ich mal einen schmaleren Weg. So. Jawohl. Das werden wir dann gleich sehen können, wenn der Morgen gegraut hat. Und die Fenster sind auch total knuffig. So, gehen wir mal näher ran. So. Und wenn ich jetzt nochmal klicke, dann hängt da entweder Wäsche oder man kriegt Blumen. So. Und wenn man zwei hat mit Wäsche, dann die nebeneinander sind, dann bildet sich so eine Wäscheleine. Oh, und wenn man hier ein Dach, Fenster in Richtung Dach macht, wird es automatisch zur Gaube. Machen wir ein paar Gauben hin, würde ich sagen. So. Und hier oben vielleicht auch noch welche.
Gut. Und da machen wir noch was hier. Oh, das ist auch ganz schnuckelig, so eine Halbgaube irgendwie. Also wahrscheinlich zählt das als richtige Gaube, aber es ist halt so, ja, halb ins normale Mauerwerk und dann nur oben so ein bisschen angedächelt. Sehr cool. Ist hier jetzt eigentlich dauerhaft Nacht? Oder war das eben Sonnenuntergang? Ich glaube, das war Sonnenuntergang. Naja, das wird schon wieder Tag. Und man kann die Nacht, glaube ich, auch ausschalten. Aber ich finde, es hat ganz hübsche Lichteffekte, dieser Tageswechsel. Nun machen wir doch hier einfach auch ein paar Gauben hin. Und hier auch. So. Alles voll gefenstert. So. Oh, und je nachdem, wo man Fenster platziert, erscheinen auch so andere Deko-Sachen. Hier so ein Blumentopf und da eine Schaufel. So, da muss auch noch eine Gaube hin, unbedingt. Ah, jetzt ist wohl Morgendämmerung. Hoffe ich mal. So. Und so. Jetzt haben wir hier ordentlich Fenster hin. Wow. Ja, das ist doch ein schönes Farbenspektakel. Vielleicht sind das zu viele Gauben. Mal gucken. So. Na? Oder Hammer vielleicht? Ja. Okay. Und jetzt schaue ich mal, ich kann sie verschieben. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und hier... Hier passt es irgendwie besser mit den vielen Gauben. Da sollte man vielleicht sogar noch eine hinsetzen. Nee, komischerweise fühlt es sich dann zu viel an. So. Man kann offenbar auch Sachen einfärben. Schauen wir mal. Ah ja, man kann jetzt hier zwischen roten und grünen Dächern wählen. Es sieht auch cool aus. Aber ich finde die roten Dächer eigentlich schöner. Und hier? Oh ja, da hat man auch mehrere Möglichkeiten zum Mauerwerk. Also gut, es ist ja sowieso Mauerwerk, aber so buntes Mauerwerk. Und gelblich? Auch nicht schlecht. Und hier dieses weißliche. Und später noch viele andere. Ich glaube, wir lassen es erstmal so weißlich. Und wie viele Vogelnester wir haben. So. Jetzt sollte ich vielleicht da unten noch mal ein bisschen blümeln. Aber ich blümel nicht alles voll. Und jetzt stellen wir mal die Nacht, den Tag so ein.
dass es hier die Sonne drauf scheint. Da kann man auch den Sonnenwinkel verstellen. So. Ja, fast. Ja, so ist gut. Ich hoffe, es bleibt stehen. Mach's mal aus. Den Zeitfluss, damit es jetzt hier stehen bleibt. Ich finde das so knuffig. Und es gibt auch noch einen Fotomodus. Da kann man allerlei Blenden und Sachen einstellen. Und guck mal hier so mit Tiefenschärfe und Hokuspokus. Beziehungsweise dieser Hokuspokus heißt Bokeh. Also wenn hier das Nicht-Scharfe so total unscharf wird, dann nennt sich das Bokeh. Nicht Bouquet wie ein Blumenstrauß, sondern Bokeh. Ganz komisches Wort. So, hier kann ich jetzt wohl das Zentrum der Schärfe wählen. Und jetzt machen wir hier mal ein Bild. Zack. Jo. Kann ich das hier auch kippen? Ja, kann ich. Aber dann sitzen wir hier zu dicht in den Bäumen drin. Vielleicht kann ich den... Aha, ich kann den Winkel verstellen. Aber hier die bleiben. Ich finde es schon sehr faszinierend. Was ist denn das? Okay. Das ist jetzt nicht mehr so bokehig. Mache ich mal auch ein Bild. Und dann suche ich am Schluss das Schönste aus. Finde ich eine gute Idee, da einen Fotomodus zu machen, weil ja, man kann dann ja nicht reingehen und da drin wohnen oder so, sondern man macht das einfach nur, ja, um vergnügt vor sich hin zu dudeln und dann hat man das Haus gemacht und ja, dann macht man ein Foto und das ist sozusagen dann der Sieg des Spiels. Wobei ich ja gesagt habe, es gibt keinen Sieg und ach, ihr wisst schon, wie ich das meine, denke ich mal. Ja, ich freue mich schon sehr darauf, wenn das Spiel dann richtig rauskommt als Vollversion, weil schon diese Demo finde ich sehr, sehr vielversprechend. Ja, wollt ihr euch das auch angucken? Oh, da fällt mir ein, da müsste noch ein Fenster hin. So, sorry. Ja, jetzt ist es doch noch besser, finde ich. habt ihr euch das auch schon angeguckt und vielleicht auch schon drauf vorgefreut? Oder habt ihr noch vor, euch das anzugucken? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Das wird mich sehr interessieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.